Nochmal die Frage zur Persönlichkeit. Würdest du sagen, dass Obama jedenfalls was die Ehrlichkeit des Herangehens betrifft im Vergleich zu seinem Vorgänger und Vorvorgänger, eine Lichtfigur war? Das ist eine suggestive Frage, die sich deshalb ergibt, weil das ist der Eindruck, den man in Europa hat, dass das ein Mann ist, der mit gutem Willen an die Sache herangegangen ist, nicht weder wissend noch planend, dass er scheitern würde. In dieser Frage bin ich gespalten. Er wirkt sehr überzeugend, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber auf mich wirkt er, wenn er eine Grundsatzrede hält, erstens immer brillant vorbereitet, es ist meistens sehr wohl überlegt. Also ich will ihm jetzt eine gewisse Ehrlichkeit nicht absprechen, da hatte ich bei einem Dick Cheney eher Zweifel, ob der immer das Wohl der Allgemeinheit Und und des zynischer Staates im Kopf Clinton hatte. scheint auch nicht zu sein. Scheint er nicht zu sein, er gilt eher so als kühler, akademischer Typ, ihm wird eine gewisse Hochnäsigkeit immer wieder vorgeworfen. Was dann bei mir ein wenig geklickt oder geknackt hat bei den Sympathiewerten für den Präsident, er hat im Wahlkampf versprochen, dass er diese ganzen Anti-Terror- und Überwachungsstaatgesetze der Bush-Regierung zurücknehmen wird. Das hat er nicht einmal ansatzweise versucht. Dieser sogenannte Patriot Act, der das Überwachen ohne richterlichen Genau. Befehl relativ leicht möglich macht, das hat Barack Obama, der wäre ausgelaufen, dieser Act, den hat er mit den Stimmen der Demokraten aktiv weiter verlängert. Da hat sogar ein Teil der Republikaner diese Independence dagegen revoltiert. Denen ging das zu sehr, zu viel Staat, zu viel Macht. Das haben Obamas Demokraten durchgedrückt. Und das ist ihm nicht zufällig passiert. Er hat auch gegen die Waffenlobby, da hat er auch versprochen, dass er da energisch denen ein bisschen auf die Finger klopfen und schauen wird, hat er nicht einmal ansatzweise getan. Guantanamo nach wie Genau, vor ich in wollte gerade fragen, Betrieb. Stichwort Guantanamo, Ja. unverständlich hier, warum er das nicht abdrehen Da konnte. haben ihm die Republikaner ein Ei gelegt und die eigenen Leute haben ihn stehen gelassen. Und auch, muss ich sagen, jetzt Europa hat ja groß versprochen, Sarkozy hat gesagt, mit diesem Obama verändere ich die Welt. Als es dann darum ging, mehr als zwei Häftlinge aus Guantanamo aufzunehmen, war von Weltveränderung jetzt schon nicht mehr so die Rede. Also da ist er irgendwie, hat er sich verfranzt, verfahren und ist hängen gelassen worden. Aber auch, es sagen auch Anwälte drüben, dass gegen Whistleblower, die also jetzt Leute, die WikiLeaks-Dokumente gesteckt haben, dieser Bradley Manning, dieser kleine Gefreite aus der US Army, gegen die wird unter der Regierung Obama härter vorgegangen, als das vergleichsweise unter Bush der Fall war. Das hört man nicht einmal, das hört man oft. Also gespaltene Meinung dazu. Absolut. Es deutet einiges darauf hin, dass man bei der Lichtfigur zumindest den Dimmer ein bisschen Genau. zum Einsatz bringen sollte. Inwieweit hat das Großkapital, das nun nicht auf der Seite der Demokraten steht, sondern auf Seite der Republikaner, inwieweit hat dieses große Kapital vieles von dem verhindert, was die Demokraten oder Obama machen wollten, also schlichter Druck des Geldes? Die haben das insofern, dass auch Obama hat gute Verbindungen zur Wall Street, wird ihm auch immer wieder aus den eigenen Reihen Vorgeworfen. vorgeworfen. Ja. Die Konzerne haben es geschafft, oder einige dieser Konzernbosse, da gibt es diese Koch-Brüder, ein ultrakonservatives Brüderpaar, die finanzieren diese Tea Party, was da so scheinbar am Anfang als Bürgerprotestbewegung dahergekommen ist, als sehr konservative Bürgerprotestbewegung, erweist sich immer mehr als wohlwollendst finanziert und unterstützt von konservativen Konzernen, groß gemacht vom Meinungs-TV Fox News. Und so hat sich das, die haben da sich, mittlerweile rechnen sich 60, 70 Abgeordnete dieser Tea Party zu, also das hat sich zum politischen Machtfaktor in Washington entwickelt. Und da die sehr laut sind, geben die in der Republikanischen Partei derzeit ziemlich den Ton an und sind mächtiger, als es ihrer Größe eigentlich entspricht. Wir sehen das ja auch in diesem Vorwahlkampf der republikanischen Kandidaten. Da ist die Tea Party ein Faktor und dieser doch etwas gemäßigtere Mitt Romney rudert, dass er da nicht innerparteilich scheitert. Also da kommt es zu grotesken Verrenkungen. Der Mitt Romney hat vor 8 Jahren in seinem Heimatbundesstaat Massachusetts eine Gesundheitsreform, eine Gesundheitsversicherung eingeführt. Das ist die Blaupause für den Obama gewesen. Das ist nahezu das Gleiche. Jetzt muss er sagen, ja, das war für Massachusetts goldrichtig, aber für den Gesamtstaat wäre es eine Katastrophe. Also diese Turnübungen nehmen ihm nicht einmal die eigenen Leute ab. Und da sieht man diesen Einfluss, wie dieses Geld der Konzerne die Tea Party groß gemacht hat und wie die jetzt in der Republikanischen Partei einen deutlichen Rechtsruck ausgelöst hat.
sprechen wir jetzt zu diesem Themenkomplex Busing zum Beispiel dazu, passt ein bisschen über Rassismus. Rassismus funktioniert dort ganz anders und die Konnotation von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit erst recht. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, aber wie spielt sich das ab? Also Obama, zunächst mal, Obama ist ein Schwarzer. Denkunmöglich gewesen, dass die beiden Minderheiten, ein Schwarzer und die Außenministerin oder damalige Gegenkandidatin Frau, jetzt die Hauptkandidaten waren. Eine historische Entscheidung. Historische Entscheidung, ja. Wie schaut es im Alltagsrassismus aus und warum ist der Alltagsrassismus nicht so stark gewesen, dass er verhindert hätte einen schwarzen Präsidenten? Ich habe das erstmal ein gutes Signal gefunden, dass Barack Obama Präsident werden könnte. Jetzt, mit Fortdauer seiner Amtszeit, fällt mir schon auf, dass dieser wirklich fast offene Hass, der ihm aus Teilen der Republikanischen Partei entgegengebracht wird, vor allem von dieser Tea Party, dass der, ist jetzt schwer, das Ding festzumachen, aber es könnte schon damit zu tun haben, dass er ist, wer er ist. Und andererseits ist da die Political Correctness sehr weit entwickelt in den USA, also bestimmte Aussagen oder Themen, wie wir sie in Österreich über die Jahre gewohnt geworden sind, führen in den Vereinigten Staaten zum sofortigen Abgang und Rücktritt eines Politikers. Und eine Xenophobie gibt's nicht im Wahlkampf. Also es definiert der konservativste Republikaner Rick Santorum, definiert sein Land als Einwanderungsland, sagt, mein Vater kam aus Italien und wir sind ein Einwanderungsland. Es wird polemisiert in die Richtung illegale Einwanderer aus Mexiko, dass da wird dann, da schlagen dann diese irrwitzigen Kandidaten, die sich da bei den Republikanern beworben hatten, vorgeschlagen, gleich 3 elektrische Zäune hinzubauen und haben sich da in skurrilen Vorhaben überboten. Nur gleichzeitig wissend, dass die amerikanische Gastronomie ohne die ganzen illegal beschäftigten Tellerwäscher aus Mexiko sofort jeglichen Betrieb einstellen müsste. Also da ist man ein bisschen doppelbödig unterwegs. Aber wo der Rassismus zutage tritt, ist, es gibt diese konservativen Radio-Talkshow-Hosts, da ist einer, der heißt Rush Limbaugh. Also in der Tonart, in der gegen Barack Obama herzieht, das ist unfassbar, das ist schockierend. Ja. Aber der ist nicht mehrheitsfähig, der Mann. Der bedient eine 5-6% Minderheit. Ich würde sagen, sonst ist da die Political Correctness in den Vereinigten Staaten sehr groß gestiegen. Keine Ausländerfremdenfeindlichkeit als Ergebnis einer Geschichte, die auf Einwanderung beruht, in einem höheren Maß oder klarer definiert durch die Ozeane und durch Flucht in den USA als in Europa. Genau so ist es, ja. So will ich das sehen. Ja. Okay. Ja. Du hast gerade von Political Correctness gesprochen. Reden wir doch über die Frage, warum man in amerikanischen Schulen nicht schwindeln darf. Und andererseits so im großen Bereich Dick Cheney alles Mögliche machen durfte, beziehungsweise überlebt hat, was er vorher gemacht hatte. Wie ist Kleinkorruption bei uns? Also präsumtives gilt Unschuldsvermutung, ja. Korruption in Österreich, landesweit vergleichbar mit dem, was in den USA sich abspielt oder nicht abspielt. Warum geht es auf der großen Ebene? Warum gibt es dann wieder so einen Reflex auf der niedrigeren Ebene, über den du gerade in einem anderen Zusammenhang gesprochen hast, nämlich in der Frage, ob Rassismus duldbar ist. Auch so ein Reflex, der bei uns fehlt, der dort nicht da ist. Und so ähnlich sehe ich es manchmal auch bei der Frage, was geht und was geht nicht. Mir hat dieses Beispiel gut gefallen, was du zitiert hast, von nicht abschreiben dürfen. Und das sehen wir im Alltag drüben auch immer wieder. Don't bend the law, das wird in vielen Bereichen großgeschrieben. Und das zieht sich auch in kleinere Themen hinein. Wenn man zum Beispiel auf die U-Bahn wartet oder auf den Bus wartet, da wird nicht gedrängelt. Da lässt der eine den anderen vor. Wenn in Geschäften irgendwo eine Schlange ist, stellt man sich hintereinander an. Man versuche einmal da vorzugehen. Also da wird man öffentlich gerückt und abgestraft. Ich empfinde das im Alltag eigentlich als wohltuend. Das ist eine gewisse Form der Alltagshöflichkeit, die ich schätzen gelernt habe. Wenn du auf die Korruption biegst, da bin ich jetzt zu wenig im Wirtschaftsleben involviert, um zu sehen, wie das geht. Da sieht man die großen Dinge. Da sieht man den Dick Cheney, der als Vizepräsident offensichtlich dazu beigetragen hat, dass ein Konzern, wo er vorher Vizepräsident des Konzerns war, Aufträge zu Tarifen bekommt. Die haben der US-Army Mineralwasser in den Irak geliefert, gerade per Luftpost quasi zu $80 die Kiste oder so. Also da haben sich manche Leute finanziell gesund gestoßen, hätte nicht ohne Ausschreibung alles erfolgt. Also da gibt es auch bei diesem, das ist jetzt ein großes Thema,
Da wird nach diesem in Schiefergestein gebundenen Gas gebohrt. Auch Fracking heißt das. Auch in Niederösterreich habe ich gehört, ein Thema. Und da hat ein junger Filmemacher gedreht, wie es da dann ausschaut, wo, wenn der gibt, da wird eine Chemie in den Boden gepumpt, zur Detonation gebracht, das löst das Gas und das kann dann gewonnen werden. Und ein junger Filmemacher hat da einen Film gedreht, da geht ein Mann in seine Küche, dreht den Wasserhahn auf, der läuft 5 Sekunden, dann hält er das Feuerzeug hin und dann schießt ein Feuerball heraus. Bei CBS 60 Minutes reden Ehepaare, dass sie während des Duschens im Bad das Licht nicht mehr einschalten können, weil Explosionsgefahr herrscht. Und jetzt biege ich wieder zurück auf den Dick Cheney und das, was man als Korruption bezeichnen kann. Der hat da Gesetzesvorlagen durchgedrückt, dass keine dieser Firma auch nur ansatzweise veröffentlichen muss, welche Chemikalien da ins Erdreich in den Boden gepumpt werden, denn das ist Betriebsgeheimnis. Dann hat auch Obama bisher nicht gerüttelt, er hat eine Prüfung angekündigt, um zu sehen, dass da ja Umweltgefahr ausgeschlossen werden kann. Also so richtig bissig klingt das nicht. Aber Cheney hat denen da quasi den umweltpolitischen Blankoscheck ausgestellt. Und das wieder führt auch in den USA in einem hohen Ausmaß zur Politikverdrossenheit. Ich habe mir da mal die Zahlen rausgesucht. In Washington waren in den 80er Jahren 700 registrierte Lobbyisten, die sind dort registriert, also dort weiß man, wer ein Lobbyist ist. Da waren 700 und jetzt sind es 12.000. Und das hat natürlich auf das politische System seine Wirkung nicht verfehlt. Also hinter jedem Abgeordneten stehen da einige Lobbyisten. Die 700 waren und 12.000? In den 80er Jahren und 12.000 sind es jetzt. Okay. Die K Street, das ist die Straße, wo in Washington die Lobbyisten wohnen, also die ist ordentlich gewachsen. Und das trägt natürlich dazu bei, dass da die Verpflichtungen immer dichter werden und die Abgeordneten von bestimmten Geldgebern dann auch abhängig sind, weil die den Wahlkampf finanzieren. Und das fördert diese Blockade, die im politischen System drüben steckt. In den 60er Jahren hat man noch gemeinsam über Parteigrenzen hinweg große Gesetzesvorhaben beschließen können. Jetzt sind sich die nicht mehr bei der Uhrzeit einig. Also das ist ganz, ganz bedenklich, was da läuft. Mhm. Lobbyismus ist jetzt und Washington selbst angesprochen. Wäre ein Fall Ernst Strasser dort ein Thema oder ist das im Prinzip ohnehin das, was man erwartet von einem Abgeordneten? Also dem Lobbyisten gerecht werdend Gesetze macht. Die Trennlinien laufen oft ein wenig sauber und man weiß dann auch, wer für was gestimmt hat. Und die Abgeordneten drüben müssen ja auch ihre Spenden offenlegen. Natürlich wird da auch nicht alles astrein sein, aber es ist doch wesentlich akribischer und gründlicher als hier. Also ich kann nachschauen, dass da gibt es den Joe Lieberman, der mal Vizepräsidentschaftskandidat war, der ist Waffen müssen strenger kontrolliert werden. Oder sagen wir so, also bei Videospielen verlangt er ganz strikte Kontrollen, weil das ist brandgefährlich, bei Schusswaffen nicht. Und dann sieht man, dass in seinen Spendnerlisten stehen einige Waffenhersteller recht groß drinnen. Und so sieht man das bei anderen, die halt für die Pharmabranche Erleichterungen bei Umweltauflagen fordern und dann sieht man, dass die bei denen auf der Spenderliste stehen. Da weiß man dann wenigstens, der hat von denen bekommen, deshalb steht er dafür. Also es ist noch ein wenig offener, als es hier der Fall ist. Aber natürlich ist das eine schwere Belastung für das politische System insgesamt. Das ist für Österreich die Anleitung, wenn es schon passiert, dann offen, weil das zumindest ein System ist, das dann durchschaubarer ist. Es gibt drüben Spenden. Keine öffentliche Parteienfinanzierung. Ja. Also der Abgeordnete ist darauf angewiesen, Spenden zu sammeln von Privatpersonen oder von wirtschaftlichen Geldgebern. Und natürlich, wes Brot ich esse, das Lied ich singe, das hat Walter von der Vogelweide, ich glaube, im 12. Jahrhundert gesagt, da ist halt noch was dran. Ja. Mhm.